Hallo und herzlich willkommen erneut in den schönen Niederlanden. Franz und ich sind wieder dabei. Hallo Franz. Hi. So, und zusammen haben wir jetzt endlich Stade erobert. Stade war unser wichtigster Punkt. Unsere Kolonien bauen sich auf. Wir haben Carissia, die große Kolonie in Nordamerika, mit Juditsburg als Hauptstadt. Ja, man kann das umbenennen. Wir haben in Afrika das starke und mächtige Handelshaus gegründet. Es läuft eigentlich sehr, sehr gut für uns. Besser, als wir es uns erwartet hatten. Ja, um einiges. Des Weiteren werde ich jetzt die Festung in Dithmarschen abreißen. Die kostet uns zu viel Geld. Und wir haben in Hamburg die Festung. Dadurch, dass sie in Hamburg da ist, passt das. Des Weiteren haben wir oben in Kolding eine Festung. Ihr seht, jetzt überschneidet natürlich die Hamburger Festung nach hier. Schleswig ist von Kolding gesichert, also bedeutet das, dass hier eigentlich immer alles zurückerobert wird. Bremen sichert hier die zwei ab. Einzige Provinz, die sich nicht zurückerobern werde, wäre Ostfriesland derzeit. Da müsste man überlegen, ob wir die Festung von Friesland nicht nach Groningen verlegen. Und dann eine Festung in der Heimat setzen, das würde sich dann alles gegenseitig überschneiden. Ja, Ostfriesland macht es jetzt aber auch nicht so, ist jetzt auch nicht so schlimm. Nee, ist es auch nicht. Dann haben wir noch immer die zwei Festungen zum Reich, in Koblenz und in Aachen, in Keulen. Das ist halt auch eine Überlegung, ob wir da eine Verlagerung machen, aber das sind so Sachen, die wir später tun. Ich schicke den Erkunder weiter, letzte Erkundung, die wir machen können, Nordwestpazifik mit ihm. Und ihr seht wieder Geld, ne? 59 pro Runde. Franz macht sich jetzt ein paar Ansprüche wieder in Amerika, damit wir da ein bisschen weiterkommen. Jo. Nimmt sich die beiden untätigen Jungs. Ihr seht jetzt, Trier gehört uns nicht mehr, müssten also wieder einen Anspruch auf Trier machen. Unsere obere Armee hier lassen wir jetzt wieder komplett trainieren. Ebenso diese Armee. Nach so einem Krieg sind die natürlich immer wieder total im Eimer, ne? Wir müssen unbedingt mal irgendwie schauen, dass wir einen Krieg gegen die Portugiesen machen. Da müssen wir halt gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Vielleicht auch ein reiner Kolonialkrieg wäre auch möglich. Ihr seht jetzt, ich habe die Armee wieder aufgebaut. Wir könnten jetzt noch eine weitere machen, oder dann haben wir zwei 30er Armeen dann hier. Ah ja, wir könnten rein theoretisch Mexiko drauf ansetzen, das andere Mexiko anzugreifen. Das könnten wir machen, aber ist Mexiko stark genug dazu? Wie viele Truppen hat es da? Das müssten unser Mexiko hat 18.000 Mann. Sind die auch da? Weil einige waren in Italien. Zumindest 18.000 Mann sind gerade in Mexiko. Mhm. Jetzt können wir die holen wir uns Stade als Provinz. High Veiled können wir nicht konvertieren, weil die dem Handelshaus gehören. Die müssen wir dem Handelshaus wegnehmen. Welche? Hick Veiled. Das ist ja auch noch in der Kolonialisierung. Okay. Was ich gerne wissen würde, ist, können wir Truppen im Handels in der Kolonie ausheben? Ja, aber nur für uns welche. Ich meinte, wenn wir unsere Armee da unten erhöhen, unsere 10.000 Mann, oder meinst du, die 10.000 Mann reichen vollkommen? Mal kurz, würde eine Neuwahl dort machen und wir bitte den militärischen in Mexiko. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Du hast einen Kapitalisten gewählt und keinen doch, das ist militärisch, ja. Ich habe Militaristen gewählt. Jetzt mir nicht was unterstellen, aber wie hast du das gemacht? Das ist eine Aktion, was man machen kann bei Kolonialnationen. Weil wenn die Militaristen haben, bauen die eher Gouverneur ersetzen, meinst du? Hast du gemacht. Ah, okay. Guckst du mal, wann wir an unseren Vasallen rankommen von dort? Da fehlt uns noch was, ne? Wir müssen eine Provinz. Da fehlt uns eher Gebiet, ja. Ich kontrolliere jetzt einmal, liebe Zuschauer, ob wir noch einen frei haben. Ja, wir hätten einen frei. Jetzt gucke ich mir natürlich wirklich nach, wen könnten wir uns noch als Verbündeten haben. 61 Nationen wollen unser Verbündeter sein.
Franz. Guck mal selber mit, ob du einen findest, den du gerne hättest. Bündnis anbieten. Nun, Hessen. Vielleicht der Osmane. Der ist aber nicht sehr stark, oder? Oh, doch, der ist stark. Hab schon stärkere gesehen, aber auch schon schwächere. Will der Osman denn unser Verbündeter werden? Ja, will er. Also haben wir jetzt einen osmanischen Verbündeten. Mal unser Stabi, das muss sein. Ja, eigentlich sollten wir eher die Punkte jetzt sparen, Franz. Ja, aber ich will keine Nuller Stabilität haben. Okay, das. Weil sonst der Wohlstand nicht steigt. Wir müssen den Handel dominieren im Ärmelkanal. Wir brauchen 75% Handelsmacht im Ärmelkanal. Franz? Mhm. Kommen wir da irgendwie ran? Wenn sich Carissia weiter ausbaut und wir mit Händlern da wahrscheinlich rüberleiten, dann könnten es klappen. Aber der Punkt ist, die Briten dominieren immer noch viel. Ansonsten eine Möglichkeit wäre, ab auf die Insel. Mhm. Könnte einer unserer nächsten Kriegsgegner werden. Wie sieht das mit unseren Flotten aus? Wir bauen zurzeit noch die Handelsflotte im Norden aus. In Angola haben wir eine Hungersnot gehabt. Mhm. Schleswig ist protestantisch geworden. Heieieiei. Seht jetzt, wir versuchen natürlich jetzt die ganze Zeit mit irgendwelchen Tricks noch zu gucken, wo können wir noch was machen. Ich gehe jetzt mal durch mit Franz. Was können wir denn machen? Wir müssen die Rückeroberung der Niederlande schaffen. Campré und Artois von Frankreich. Das ist sehr, sehr schwer. Genau, weißt du was? Ich versuche mal und befehle Mexiko einen Kolonialkrieg gegen Portugiesisch-Mexiko auszurufen. Der Punkt ist, es kann wirklich sein, dass Portugiesisch-Mexiko gerade keine Truppen dort hat, weil sie mit Portugal in Indien kämpfen. Vielleicht. Gut, dann versuch es. Ich schicke unser Mexiko währenddessen mal leichte Subventionen. Mhm. Von 20 Dukaten pro. Ja, gut. Deswegen, lieber Franz, aber tun Sie nicht unseren eigenen Ausbau damit schädigen. Naja, komm. Das können wir nicht mehr. Wir sind arm. Dafür, dass die jetzt damit locker uns den Rest Mexikos erobern würden. Oder einen Teil davon. Ja, das wäre eine Option. Ihr seht, wir bauen hier unsere Schiffe weiter aus, unsere Kriegsschiffe. Unsere Handelsschiffe liegen dort im Hafen. Wir haben zurzeit 25 Räder dort oben. Da kommen jetzt nochmal 5 dazu. Da wir in einem Krieg sind, sind unsere Schiffe im Hafen. Franz, du hast den Anspruch fertig bei den Colima-Indianern? Oh, hab ich das. Ja, ja. Setz ihn bitte aus, nutz die Points. Stade ist konvertiert. Und ich kümmere mich aber jetzt mal. Aber ich werde dort keinen Krieg führen, bevor der mit Portugal zu Ende ist. Ist auch vollkommen in Ordnung. Führt denn unsere Kolonialnation Krieg? Was? Führt unsere Kolonialnation schon Krieg? Ja, ja. Dann müsste das. Warum kommt man, kriegt da keine Meldung? Doch, es kam eine kurze. Nicht bei mir und auch nicht für unsere Zuschauer, deswegen war ich verwundert. Oder Franz. Du hast sie weggedrückt, weil sie aussah wie so eine. Da hat jemand einen Anspruch auf dich gemacht, Meldung. Ja. Wir kämpfen das da nicht. Das glaube ich eher. Sind die denn alleine im Krieg? Ja, vollkommen. Beide Seiten. Beide Mexikos. Unsere Kolonie ist fertig. Mhm. Können jetzt weitere in Australien machen.
Naja. Hab den schon wieder unterwegs. Du hörst sehr nuschelnd dich gerade an, lieber Franz. Tut mir leid, wenn ich nie mal was esse. Ja, aber das hört man in der Aufnahme, mein lieber Freund. Das hören die Zuschauer auch. Wollte ich dir nur mal sagen. So. Was ich mich nur wundere, ist, weshalb Mexiko nicht weiter vorrückt. Das ist halt das Problem, das gerade ist bei unserer Kolonialnation. Deswegen wundere ich mich auch. Wir führen den Krieg nicht und sie stehen deppert rum. Wenn wir sagen, wir wollen Frieden erzwingen, geht das? Nein, nein, das geht nicht. Nun, Mexiko macht zurzeit nichts. Wir müssen halt hoffen, dass unsere Kolonisation irgendwann mal etwas tut. Dann kannst du doch in der Zwischenzeit den kleinen Indianer angreifen und erobern, oder? Ich habe Angst, dass es die KI durcheinander bringt. Vor allem der kleine Indianer, das sind quasi alle Überreste der Azteken, die da sind, ne? Ja, aber was soll der da durcheinander bringen? Er steht dämlich rum und tut nichts. Na gut, dann mache ich mal. Das ist ja das Problem. Wir befinden uns jetzt im Krieg. Noch nicht, einen Moment. Ich frage mich auch, ob diese 20 Punkte uns was bringen. Wir sehen jetzt, das gesamte kleine Indianergebiet ist besetzt. Also ist jetzt alles ein Stamm da, oder was? Alles Vasallen von dem einen. Meine Güte. Hab ich dir doch gesagt. Ja, die haben nicht viel mehr drauf. Obwohl halt die schon 17.000 Mann haben, ne? Also die könnten ein 10.000 Mann gefährlich werden, glaube ich. Nein. Können sie nicht. Sind wir zu erfahrene Soldaten? Vergleich einfach nur die Militärstufen. 11. 21. Okay. Das ist natürlich eine Ansage. Also Franz, ich sehe nicht, dass diese 20, die wir dem reinstopfen, irgendetwas uns bringt. Dann zieh sie wieder raus. Oder siehst du, dass sie irgendwas gemacht haben? Dann zieh sie wieder raus. Momentan scheinbar nicht, nein. Deswegen, das ist jetzt halt leider eine Verschwendung gewesen, aber gut, passiert. Ah ja, wenn der gute Finanzen hat, ist auch nicht verkehrt für uns. Das heißt, wir müssen dem nicht irgendwie aushelfen. Weiterhin erstmal. Mhm. Ja. Tja. Der portugiesisch-mexikanische Krieg ist gerade etwas dämlich, auf gut Deutsch gesagt. Steht Deo doof rum. Ich würde sogar mal sagen, du stellst ein, dass der mal deiner Armee folgen soll. Mhm. Weil der steht nur rum, also es sieht aus, als hätte die KI sich da festgefressen. Einfach mal rübergehen, auf Folgen schalten und ihn mitnehmen, die 19.000 Mann. Weil der hilft nicht mal, seine eigenen Provinzen zu entlagern, das meine ich damit. So. Wir warten hier unten noch einmal die Belagerung ab. Dann gehen wir darüber, nehmen uns die Soldaten mit und machen die Indianer mal platt, die da hinten sind. Mhm. Das mit den Soldaten von Mexiko verstehe ich nicht. Ich gerade auch nicht wirklich. Deswegen, wie gesagt, wenn diese Stadt fällt, marschieren wir rüber, nehmen uns die mit und kümmern uns selbstständig darum. Es ist nervig. Sowas mag ich dann auch nicht. Also muss gerade halt irgendein Fehler in der KI sein, leider. Ja. Was natürlich uns ganz, ganz in die Hose gehen kann für uns.
Ihre Schiffe belagern ja vor uns an der Küste. Nur die Armee scheint tot zu sein. Oh, Franz, wir haben eine neue Regierungsform. Mhm. Bürgerherrschaft erhöht die Moral. Oder die Rekrutenreserve. Ich würde sagen, die Moral, oder? Oh, ich finde beides ganz gut. Also, ja. Ja, Rekrutenreserve ist einfach nur, wir regenerieren schneller unsere Verluste. Und das andere erhöht halt unsere... Da, Moral nehmen wir, komm. Du hast nicht das getan, was ich gesagt hatte, Franz. Hm? Du solltest mit der Armee eigentlich jetzt mal, ich zeig's mal, das machen. Ich zieh jetzt mal rüber. Die Armee mal abholen, damit die Zuschauer das sehen. Wir wollen, dass diese dumme Armee, die hier doof rumsteht, wieder was tut. Falls das überhaupt funktioniert. Ich denke das. Ja. Nö, es funktioniert natürlich nicht. Jetzt geht sie mit, jetzt geht sie mit. Jetzt schalten wir das aus, folgen aus und eigenes Denken wieder an. Siehst du? Jetzt macht's auch wieder was. Ja. Meine Güte, liebe Zuschauer. Solche Sachen, die nerven mich in diesem Spiel sehr, wenn sowas passiert. Aber ich denke nicht nur mich, sondern auch euch. Seht, wir können wieder investieren in die Diplotech. Rein damit. Ihr könntet jetzt sagen, oh, ihr seid viel zu weit oben. Nee, wir bleiben einmal hoch und danach wird wieder in den Ausbau der Provinzen investiert. Und jetzt baut er auch Truppen. Guck dir das mal an, Franz. Was ist denn das auf einmal? Ich glaube, wir haben irgendwie den Bug behoben. Ja. Wenn er jetzt seinen Gegner erledigt, dann kriegt er auch wieder Geld von uns. Oder wir haben ihm zu viel Geld gegeben, wo er gesagt hat, nee, das will ich nicht. Ist ja wohl. Ablehnen? Wir wollen ja später einen eigenen Frieden mit denen machen. Frankreich blockiert unsere Häfen. Das ist ein Witz, manchmal, was für Fehler da passieren können. Aber gut, wir müssen uns jetzt nicht die ganze Zeit darüber aushalten. Wir besetzen hier den Indianer. Wir können jetzt in Amsterdam die erste Börse bauen und in Antwerpen. Du hast wieder einen Kolonisten frei, lieber Franz. Hab ich, wo war denn der unterwegs? Okay, ich weiß, wo der war. Ihr seht jetzt in Europa, es gibt keine erzürnten Nationen mehr, die auf uns sauer sind. Den ziehe ich die jetzt auch erstmal ab. Wir haben halt nichts Böses getan, wir sind halt eine friedliche und freundliche Nation, oder Franz? Natürlich, also so gibt nichts Friedlicheres als die Niederlande. Unsere Untertanen in die Bedrohungen rein. Wer ist denn da untätig? Das ist noch ein Erzürnter. Nee, wir brauchen keinen Erzürnten. Und noch einer in Bedrohungen. Ihr seht jetzt... Jetzt! Guck mal, was jetzt der Mexikaner macht, Franz. Hm? Jetzt kämpft er auch mal gegen den... Also es war definitiv ein Bug. Und wir konnten ihn nur beheben, indem wir da einen Krieg erklärt haben und... das halten. Mei... Mexiko hat eine Kolonialversammlung abgehalten. Wollen wir uns jetzt reinlegen oder was? Seht, wir investieren natürlich viel, viel Geld wieder. Und du siehst, Franz hat jetzt hier ein Riesenstück erobert. Da wir jetzt nicht mehr in einem Krieg sind, werden wir diesen Indianer jetzt integrieren.
Können wir trotzdem irgendwie noch nicht. Was? Weißt du was? Nee, 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 nicht, nichts machen, nichts machen, bitte, nichts machen. Das Ziel muss eine Kernprovinz besitzen innerhalb unserer Reichweite, unserer Kernprovinzen. Woran liegt denn das dann? Am einfachsten geben wir ihm im nächsten Krieg einfach Küstenprovinz. Das stimmt. Andere Option wäre die Vasalisierung aufkündigen, aber dann holt sich der Portugiese den. Das machen wir mal nicht. Ja, jetzt haben wir natürlich hier noch administrative Effizienz, wäre interessant. Raue Behandlung nutzen wir nicht. Automatie. Autonomie, Abklingzeit. Machen wir zurzeit auch nicht. Unterhalt der Forst zu Rivalen. Das sind, werden die Forst Richtung Frankreich günstiger, Franz. Was hältst du davon? Ja. Noch ein bisschen Geld. Apropos, die kann man eigentlich mal aufrüsten. Ja, wenn wir das Geld wieder haben. Bevor du wieder Geld ausgibst. Ich mach das jetzt, entschuldige Franz. Ich werde mich jetzt wirklich darum kümmern, die Festung dort auszurüsten, okay? Mhm. Die Forts Richtung Frankreich. Eins hast du ja geschafft, an mir vorbei zu, aufzurüsten. Ich bin halt noch im Überlegen, ob wir das in Keulen wegtun. Ich würde sagen, das passt dort. Siehst du, der Franz macht das hier jetzt einfach so. Forts aufrüsten. Ja, ja. Das nächste in Luik. Das machen wir dann als nächstes. Ja, weißt du, sich jetzt aufregen, aber dann weinen, wenn unser Land besetzt wird. Unser Land wird nicht besetzt, wir sind viel zu stark dafür. Hust, hust. So, das nächste Tick und ich werde in Luikes machen. Danach werde ich aber wieder einmal Geld brauchen für einen Ausbruch von mir. Dann gehen wir weiterhin in die Militärdinge. Wir machen es jetzt wirklich abwechselnd, Franz, okay? Irgendwie glaube ich das nicht. Das hast du schon mal gesagt. Das war mein Vorgänger unter einem anderen Herrscher. Aha. Ja, ja. Seht ihr das mal? Unsere Verbündeten kämpfen. Noch immer. Und sie bauen immer mehr Truppen. Am besten ist, du machst wieder noch mal ein paar Ansprüche auf die Indianer hier, oder? Wir haben erstmal einen Waffenstillstand. Guck meine an. Die Portugiesen sind oben. Die haben Frieden gemacht. Was gab's denn dafür? Was? Oh, wir können die Ostindische Kompanie gründen. Die Ostindische Kompanie? Natürlich tun wir das. Ein zusätzlicher Händler, das ist doch super. Franz, setzt du den denn direkt mal? Natürlich. Wie ich ja schon gesagt hatte, einen nutze ich jetzt für mich in Limburg. Und danach baue ich wieder für Franz einmal aus. Ich hab sie mir versprochen. Mhm. Deswegen muss ich jetzt einen Monat noch warten. Damit der Franz ja nicht motzt. Nein, wir haben natürlich das vor, das ist uns auch wichtig, dass wir das tun. Obwohl der Franz das ja schon alleine getan hat in Koblenz, ne? Nein. Doch, hast du getan. Ich weiß von nichts. Ja, jetzt hast du es gemacht, aber jetzt nicht vorziehen alle, lieber Franz. Aachen ist die nächste Festung, die wir ausbauen. Und dann die oben gegen den Schweden, weil die Schwedenkriege werden die nächsten wieder werden, oder? Die gegen den Schweden sind schon ausgebaut. Stimmt, da haben wir nur eine. Wir haben jetzt noch die in Friesland, wo ich immer noch nicht sicher bin, ob ich die nach Groningen verlegen möchte. Die Sicherheit. Ich würde sie in Friesland lassen. Und warum? Begründe es mir. Einfach weil es direkt neben der Hauptstadt ist. Die noch keine eigene Festung hat, die wir da auch noch setzen müssten. Braucht es unbedingt eine, wenn sie es nicht mal bis zur Hauptstadt schaffen? Wenn wir es uns später leisten können, machen wir es, würde ich sagen. Eine einzige ist noch nicht ausgebaut, das ist die Festung in Utrecht.
Die mache ich dann als nächsten Schritt noch und dann gehe ich wieder in das Geld produzieren. Und da wir jetzt 97 zurzeit machen, ist es natürlich übelst. Es sind jetzt halt viele, viele Manufakturen und Kathedralen, die fertig geworden sind. Des Weiteren werden wir natürlich jetzt die Börsen erhöhen als nächsten Schritt. Wie soll die Kolonie in Australien heißen, Franz? Vor meinen historischen Namen nehmen mit Neuholland, oder? Neuholland. Bitte sehr. Endlich kommen wir nach. Nächster Schritt ist dann wieder eine. Ist wichtig, das Rathaus kommt dort. Und die Ideengruppe. Ich finde halt sehr, sehr gut, wie wir auch mit den Ideengruppen stehen. Alle durch, ne? So. Wir haben keinen Kriegsgrund mehr gegen Schweden. Das darf doch nicht sein. Natürlich haben wir einen Kriegsgrund gegen Schweden. Skeland. Ich wollte Schweden jetzt erstmal nicht angreifen. Nö, ich brauche nur jetzt erstmal einen Anspruch auf Trier, weil Trier will ich noch haben in der Zukunft. Mal, Franz, guck mal auf unser Geld. Durch die neuen Händler und durch alles, was wir ausgebaut haben. Monatlich. Ja, ich habe das schon gesehen. Sowas habe ich noch nicht gesehen gehabt. In Stade Nationalisten. Oh mein Gott. Ja, deswegen habe ich sie ja hingestellt, ohne zu drillen. Ja, aber sag mir doch sowas, bitte. Ich dachte, du kriegst sowas auch mal mit. Nein, ich hab, du bist fürs Militär zuständig. Ich bin der, der das Geld ausgibt. Nie wieder. So. Franz nimmt wieder aus dem Heiligen Römischen Reich raus, aber das bedeutet, wir machen uns Österreich zum richtigen Feind. Wir konnten uns eh schon nicht leiden, also... Na gut, das stimmt auch wieder. Und wir haben wieder einen neuen Einheitentypus. Hier unten, der Mörser. Seinen Kriegsgrund gegen Colima. Das ist wieder der Kleine da drüben. Ärger im Handelshaus. Händlerabwanderungen. Seht halt, wir bauen hier immer mehr aus. Bringt uns halt hier nicht sehr viel. Das bringt uns noch was ein.
Den Haag, Hamburg, Flandern, das ist gut. Wie läuft's bei dir? Was hast du noch herausgefunden, lieber Franz? Dass es Krieg gibt. Gegen? Ach, Mexiko. Schon wieder. Also, einen der Mexikaner. Ich finde aber auch gut, dass unsere kleine Kolonialnation dadurch eben Gutes einen Teil des Landes erobert hat, wie du siehst da oben, ne? Und diesmal geben wir das halt natürlich unserem anderen Vasallen, was da erobert wird, damit wir den annektieren können. Wenn so, dass es an die Küste schafft. Wofür gibst du gerade wieder Geld aus? Für den Ausbau unseres Reiches. Wir haben ja es gerade und wir können es uns ja gut leisten zurzeit. Gute Arbeit, dadurch die Steuerpolitik kriegen wir wieder plus eins in einer Provinz. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ausbau und dem Vorwärtskommen derzeit. Wir haben halt derzeit alles, was wir wollen. Die Festungen sind auf der modernsten Stufe. Das Land ist super im Ausbau. Stade kriegt jetzt auch noch eine. Wir haben halt jetzt wirklich, wenn das alles fertig ist, wir haben eine Einnahme von 88 derzeit. Ich weiß zwar nicht, warum das ein bisschen runtergegangen ist. Ich vermute, das ist halt, weil du im Krieg bist. Gut möglich. Sieht jetzt hier oben natürlich die dicken, die muss man noch durchkriegen hier. Lübeck. Bringt alles Handelseinfluss. Wenn ihr mal seht, hier diese Gebäudebörse, ne, plus 125% Handelseinfluss. Jetzt haben wir wieder keine Kriege, liebe Zuschauer, aber wir haben hinten noch den Krieg von Franz. Franz wird damit jetzt natürlich versuchen, die Landverbindung zu kriegen. Carissia baut sich auch weiter aus. Da oben sieht es ja schön aus, finde ich. Wir haben durch den Krieg hat unsere Kolonialisation sich echt viel geholt, finde ich. Willst du nicht mehr mit mir reden und den Zuschauern, lieber Doch, Franz? doch, ich bin halt immer während des Kriegs manchmal so ein bisschen konzentriert. Na Auch wenn es gut. relativ einfach ist, aber wieso Ja, nicht? sicher. Muss man ja auch sein. Und guck mal, unsere Kolonialnation hat 33 Soldaten. Also wir können ihn auf jeden Fall wieder dazu kriegen, Kriege zu erklären in der Kolonialregion später. Das portugiesische Mexiko muss ja noch gefressen werden, oder? Bei dem ist natürlich jetzt klar, dass der halt mit uns sehr schnell revoltieren wird. Neuholland braucht noch mindestens 6 Provinzen. Ebenso Carissia braucht noch 5 Provinzen, damit wir da noch einen Händler herkriegen. Da werden wir uns als nächsten Fokus in der nächsten Folge drauf legen, dass wir halt da wieder mehr Provinzen kriegen. So, hier ist auch dein Anspruch auf Trier. Perfekt. Wobei ich Trier nicht angreifen wollte. Schließlich ist Österreich Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Polen Litauen Verteidiger des katholischen Glaubens und sie wird von Frankreich garantiert. Ich glaube, das wäre so unser Untergang, liebe Zuschauer. Hey, willst du Trier angreifen? Die sind klein und hilflos. Och nö. Ich sag mal so, nö, 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 nö. Passt schon, lieber Franz, passt schon. Und Wir jetzt haben haben. doch aber nur Braunschweiger Und jetzt seht verbündet. ihr, Franz hat damit angefangen, die Annexion. Die Annexion ist 83 zu Ende in einem Jahr. Ich würde sagen, Franz, wir warten noch die Annexion ab für uns, liebe Zuschauer, und dann seht ihr mal, wie schön unser Mexiko dann aussieht. Machen wir noch mal ein paar Kleinigkeiten. Wir gucken es uns noch ein bisschen an. Wir machen jetzt keine Kriege erstmal aktiv. Wir haben jetzt hier halt die schönen Orte. Die ist 83 zu Ende. Nicht in einem Jahr, in 10 Jahren. Gut, das wird einige Zeit dauern, liebe Zuschauer.
Das ist Eine nicht. nur, ne? Ja, das ist, weil die noch nicht gecorete Provinzen hatte. Wir werden jetzt hier dieses Gebiet ausbauen. Ihr seht, durch kleinere Kriege werden die letzten Indianer dann noch gefressen. Die portugiesischen Mexikaner, die dazwischen sind. Da sage ich dir, das wird die Kolonialnation irgendwann selber machen. Das wird sie nicht wollen. Was ist mit Im diesen schlimmsten Indianern? Fall stiften wir sie dazu an. An der anderen Seite haben wir noch Franzosen. Und welche, die mit den Shoshonen verbündet sind. Okay. Oben im Norden, Carissia. Was sehen wir, sagen wir dazu? Gehen wir mal beide dahin. Sieht eigentlich sehr schön aus, unsere kleine Provinz hier. Da könnte man dann zum Beispiel die erweitern, indem man hier über die Indianer hier, über die Lipuvan-Indianer drüber haut. Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit, mit den Armeen dann einfach dorthin zu fahren. Wir haben in unserer Kolonialnation in dem schönen Australien, da haben wir keine Konkurrenz, die bauen wir alleine auf. Die muss nur schnell ihre 10 Plätze kriegen. Ganz im Norden, das sind auch wir, oder? Ja, das sind wir. Ich habe zuerst gedacht, wäre das ein anderer, aber du bist das ja, Franz. Ich mache in jeder Ecke von Australien, wenn du das meinst. Genau, das meinte ich ja. Staatssee in Russland, so haben unsere Zuschauer das auch mal gesehen. Jetzt haben wir hier unten natürlich unser Kap, das ist natürlich toll. Ihr seht, die Provinz ist noch im Bau. Nee, sie ist nicht im Bau. Da bauen wir nur eine Kathedrale, okay. Wir bauen zurzeit nichts in Afrika. Aber eben, kann denn eine Provinz, die dem Handelshaus zugehört, die Kultur noch ändern, Franz, oder nicht? Ja. Ah, perfekt. Nur die Provinz dort hat scheinbar Nationalismus. Das ist nicht so schön, aber das kriegen wir auch noch hin. Irgendwann müssen wir das Handelshaus von dieser Insel mal vergrößern. In Europa würde ich eher uns stark zurückhalten. Wie siehst du das? Ja, vorerst zumindest. Gut. Was halt nochmal eine Ambition wäre, da müsste man jetzt sehr genau planen, wäre vielleicht auf die Insel oder Frankreich zu kommen. Ja, das stimmt. Ihr seht jetzt, ich habe das nochmal ausgegeben. Und ich denke mal, wir sehen uns das nächste Mal wieder, liebe Zuschauer. Franz, würdest du Pause machen? Ja, natürlich. Und danke, dass ihr alle zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wünsche euch euer Zartuna. Und euer Franz.